Wir gucken heute mal auf eine ganz bestimmte Spezie von Frauen, die sich im Internet aufhält. Gemeint sind Frauen, die mehr oder weniger aufgetakelt bzw. bekleidet in Chats, auf Dating-Webseiten, aber auch bei TikTok und im extremsten Fall auf OnlyFans zu finden sind. Und die sich an der Bestätigung, an den Komplimenten sowie generell an der männlichen Aufmerksamkeit ergötzen oder ihnen auch gerne mal das Geld aus der Tasche ziehen. Meist hängen sie dabei ordentlich Fleisch ins Schaufenster, was natürlich auch wieder eine ganz bestimmte Qualität von Männern anzieht, auf die ich dann auch noch eingehen werde. Im Englischen hat sich hier der Begriff ETOT etabliert. Also das ist zumindest der Internet-Gossen-Begriff. Im Deutschen wäre vielleicht Internet-Dirne passend. Ja, lass uns doch am besten E-Dirne sagen. Da sich das Video im Verlaufe zuspitzen wird, will ich als Disclaimer sozusagen deutlich machen, dass nicht alle Frauen so sind und auch Frauen, die so sind, keine schlechten Menschen sein müssen. Ich bin hier nur Überbringer der Botschaft. Don't kill the messenger. Nun gut, meine Einschätzung ist, dass du von diesen Frauen, egal ob du sie bei TikTok oder in Datingportalen antriffst, Abstand nehmen solltest. Du solltest nicht deren Konsument sein. Und du solltest auch nicht der Mann sein, der ihren gewaltigen Hunger nach Aufmerksamkeit stillt. Diese Aufmerksamkeit ist ja auch das wichtigste Lebenselixier dieser Frauen. Und ich sehe ja selbst oft genug männliche Kommentare unter diesen Auftritten, die an Peinlichkeit nicht mehr zu toppen sind. Da entwürdigt man sich wirklich aufs Übelste, schmiert den Frauen Honig ums Maul, macht schleimige Komplimente bis zum Abwinken und erhofft sich dann vermutlich sogar noch eine positive Reaktion von dieser Frau. Diese wirst du nicht bekommen. Naja, vielleicht bekommst du hier und da mal einen kleinen Knochen zugeworfen, aber das, was nicht passieren wird, ist irgendeine Form von Romantik oder sogar Beziehung, auf die der ein oder andere vielleicht sogar hofft. Also das ist bei Frauen echt eine Typfrage, wie ich finde. Und wenn du glaubst, dass deren Gier nach Validierung aufhört, wenn eine solche Frau erstmal mit dir zusammen ist, dann bist du sowas von schief gewickelt. Also um es deutlich zu machen, es gibt schöne Frauen und es gibt schöne Frauen. ETOTs können zwar körperlich ganz gut beschaffen sein, aber sie gehen damit eben und nur damit viel zu aggressiv und somit billig hausieren. Für mich ist das eigentlich schon eine Form von Soft-Prostitution. In letzter Hinsicht nicht nur schädlich für die Frau selbst, sondern auch für Männer und die gesamte Gesellschaft. Schädlich ist es für dich, weil es dich eben schwach macht. Du nimmst die gesamte Kontrolle, die du als Qualitätsmann eigentlich haben solltest, und übergibst sie feierlich einer Internetdirne. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, ich guck mir die ja nur zum Spaß und zur Unterhaltung an. Aber selbst hier würde ich sagen, spar dir das einfach mal. Selbst wenn du derartige Frauen offline antriffst, dann kennst du eigentlich schon ihre Vergangenheit, du kennst ihre Gegenwart und du kennst auch ihre Zukunft. Nicht, dass du dich nicht mit ihr amüsieren kannst, aber in dein Leben und nahe an dich heran solltest du diese Frauen nicht lassen. Die Gefahr ist hoch, dass sie deinen Ruf zerstören und deine Ehre verletzen.